Ich glaube, wir sind hier in New York auf der Fifth Avenue. Ja. Wo ja das Cabaret Simple schon jahrzehntelang. Nein, wir sind auf der Wollzeile. Einer der ältesten Straßen von Wien, glaube ich. Stimmt das eigentlich, was ich da immer sage, behaupte? Das stimmt mit Sicherheit. Ich glaube. Das ist doch eine der geschichtsträchtigsten Straßen. Ja, ja, ich glaube, die Straße hat es zur Römerzeit schon gegeben. Die Römer sind oben irgendwie aus ihrem Kastell heraus und sind hier, ich glaube, Richtung Süden irgendwie dann abgebogen. Okay. Aber das gab es hier schon zur Römerzeit. Was glaubst du, haben die damals gekauft? Ich glaube, dass sie hier zum Beispiel im Hutgeschäft diese römischen Helme hier gekauft haben. Nee, ich glaube, es gab damals nichts zu kaufen auf der Wollzeile. Na? Nein, sondern es war, ich weiß es nicht. Ich gehe irrsinnig oft durch den ersten Bezirk spazieren und gehe herum und sehe dann ein kleines Geschäft, gehe rein und kaufe mir was. Und das macht tausendmal mehr Spaß, als zu Hause herumzuklicken. Und hier geht man durch die Stadt und kann die Geschichte der Stadt ein bisschen genießen. Man denkt sich, ah, da schau, da war die Türkenbelagerung. Ah, sehr schön, da haben sie wen hingerichtet. Schau, da ist die Pestgrube. Also so positive Sachen, ja. Ich entdecke auch immer ganz viele Überraschungen, so beim lokalen Einkaufen. Ja, also eben, ich gehe eigentlich wegen was ganz anderem in ein Geschäft und finde dann dort genau das Passende an, das ich einfach nicht gedacht habe. Ja, so habe ich meine Frau kennengelernt. Bin wegen dem ganz anderen dorthin gegangen. Ich habe überhaupt, glaube ich, noch nie das gekauft, was ich kaufen wollte. Ich versuche das zu kaufen, was ich wirklich brauche und bin ein bequemer Mensch. Das heißt, mir ist natürlich lieber, dass es das ums Eck gibt, als dass ich irgendwo hin muss. Oder es irgendwo bestellen muss, wobei man ganz ehrlich sagen muss, das Online-Bestellen ist ja großartig. Also es gibt überhaupt nichts einzuwenden gegen das Online-Bestellen. Dass die Menschen das tun können, ist ja fantastisch. Man soll sich halt einfach überlegen, ob man das wirklich einen... Schaut, der hat zum Beispiel keine Geduld. Wo ist das Problem? Keine Geduld. Das ist einer von denen, der einen Herzinfarkt kriegen wird. Der glaubt an den Zuwachs, der muss ganz schnell vorbeifahren, damit er dann dort unten 15 Minuten wartet, wo der Stau ist. Bewusst einkaufen heißt ja, dass man bequem einkauft und das kann eben auch heißen, dass man online einkauft. Und warum soll man das nicht tun? Man muss halt sich überlegen, will man wirklich einen Konzern unterstützen, der keine Steuern zahlt in Europa? Das man muss kann man sich ja auch überlegen. Online lokal kaufen. Genau. Also es ich kann, auch ja, auch, die ich kann ja auch zu Hause sitzen bleiben und ums Eck einkaufen. So ist es. Ich finde es ja scheiße, wenn man Gutscheine herschenkt. Ja? Ja, ich finde, man soll entweder den Leuten sagen, ihr kriegt nichts zu Weihnachten oder ihr kriegt was zu Weihnachten, was ich super finde, was ich euch gern schenke. Ob das euch gefällt, ist ja mir wurscht. Ja. Also ich kaufe Ich habe eine Idee. Was denn? Ich kaufe zum Beispiel... Oh! Was ja, sagst du? Nein, ich bin noch nie... Das ist eine Frechheit. Das ist wirklich ein Schatz. Komm mal drauf, dass ich den Großteil unseres Gesprächs so gegangen bin und man meinen Hut nur gesehen hat. Macht das eigentlich was? Ja, ist ja so schlecht. Ist das nicht Umweltverschmutzung schon?